Als ich das Video zuerst auf dem Gram habe zirkulieren sehen, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, darauf zu klicken, weil mir mit 8 Jahren, als mir gesagt wurde, ich soll meinen fetten Kanackenarsch darin zurückbewegen, wo ich herkomme, klar war, dass Deutschland ein extremes Rassismusproblem hat, welches ich mir nicht von Thomas Gottschalk beweisen lassen muss. Ich kann ja nicht jeden Tag aggressive Kanackenbitch sein. 2-mal die Woche reicht, ja? Simultan war die Einladung, einen kurzen Kommentar dazu abzugeben, verführerisch genug, als dass ich mir die 10 Minuten aggressiver Ignoranz im Westdeutschen Rundfunk dann doch angeschaut habe. Die Komplexität rassistischer Strukturen in Deutschland ist etwas, was sich nicht in 2 Minuten zusammenfassen lässt. Entschuldigung, hier sitzt eine blonde Frau mit relativ großer Brust. Was meinst du denn, was wir uns anhören? Die Tatsache, dass jemand auf einer Bühne 500 Jahre transatlantischen Sklavenhandel mit seinen fetten Titten vergleichen kann, erklärt dann auch eigentlich ganz gut, warum man auch mit der Reichstagsflagge in den Reichstag stürmen kann. Die Problematik der Besatzungspolitik, das heißt der Idee, dass in Deutschland immer wieder gedacht wird, jede Person könnte aus Zufall meistens weiß zu jedem Thema sprechen. Dass es diese Art von Shitstorm zu Thomas Zeiten nicht gegeben hätte, liegt vielleicht daran, dass 80% von Thomas Lehrern noch Nazis waren. Das ist natürlich auch keine deutsche Spezifität. Rassismus ist und weiße Vorherrschaft ist, was uns global strukturiert. Der Unterschied jedoch ist, wie eine transeuropäische Verantwortung in kolonialer Amnesie endet und wie solch ein Shitstorm, den es vielleicht zu meiner Schulzeit auch nicht gegeben hätte und den ich positiv überrascht froh bin, in Kommentaren eine Kritik dieser Besatzungspolitik zu lesen, natürlich davon ablenkt, dass die strukturellen und politischen, institutionellen Rassismen dieses Landes nicht angegangen werden und dass den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen nicht dafür sorgt, dass die Nafris, die Südländer oder die Schwarzen dieses Landes institutionell aus dem Bildungssystem ausgeschlossen werden. Wir brauchen eine Antidiskriminationseinheit bei der Polizei. Wir brauchen ein Curriculum, was nicht nur westliche Werte oder westliche Schriftsteller lehrt. Das sind Dinge, über die wir sprechen sollten, statt über Dauerwellen aus den 80ern. Thomas ist nur so frustriert, weil sich kein Mensch mehr für Thomas interessiert.